Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, in dem letzten Part hatten wir hier diese Ruine gefunden. Das ist ja Bestandteil der Hauptquest, diese zu finden. Ich bin jetzt ohne euch so ein bisschen offscreen, habe ich hier noch die Gegenstände eingesammelt, bin die verkaufen gegangen, damit wir jetzt heute hier direkt loslegen können. Und ja, dann gehen wir mal gucken, was uns hier so Hübsches erwartet. Außer leere Räume. Ah, immerhin hier ist noch eine Truhe. Trank der Hexerei kann man gebrauchen. Ist aber trotzdem ein bisschen mau. Gehen wir mal noch eine Etage höher. Ansonsten müssten wir unten durch die Tür. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir hier durch. Noch eine Truhe. Bogen des Brennens. Oh, der ist nice. 4 Schaden. Zauber widerspiegeln für 15 Sekunden. Ja, das wird verkauft. So, der Bogen ist leider ein bisschen schlechter als der meinige. Hat ja 3 Mora-Bogen. Allerdings könnte ich echt sagen, scheiß auf den einen Punkt. Mache ich auch, glaube ich. Dann werde ich die Dremora-Bogen nämlich los. Der macht zwar schön Schaden mit 5. Wird wahrscheinlich noch bessere geben, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Spieler spielen ja blind. Der wiegt einfach zu viel. Also diese Dremora-Sachen, die wiegen echt eine gefühlte Million Tonnen. Hat man ja bei dem Schwert gesehen. Das hat ja irgendwie 44 Kilo gewogen, oder was? Oh, ich habe den Eingang zu den Katakomben von Sacré Tor gefunden. Ich sollte sie nach dem Schrein von Tiber Septem durchsuchen. Ja, dann machen wir das mal. Was ich noch erwähnen will, ist, als ich jetzt das letzte Mal in der Stadt war und so ein paar Gegenstände abgegeben habe, vertickert habe, da wurde ich von einem Jünger der Morgenröte angegriffen. Oh, ein Geist. Ein Gespenst! Wo bist du? Wo bist du, Drecksau? Komm her. Da bist du. Wie, das hat keine Wirkung. Was geht denn hier ab? Renn, du Luder. Ja, das war klar. Vielleicht du. Ah, nice. Elektroplasma. So, ich brauche mal wieder hier den, nein. Ja, okay, das können wir ja auch nehmen. Habe ich das Licht? Ja, habe ich. Das Licht ist hier. Machen wir uns mal ein bisschen Licht, damit wir hier ein bisschen was sehen. Können wir ja wieder ein bisschen Illusionen skillen. Mal gucken, ob ich wirklich noch dazu komme, mir den Unsichtbarkeitszauber zu kaufen. Look auf. Will wer aufs Maul? Yep, will. Ist er. Der Feuerbogen ist nice. Da muss ich mich bald mal echt mit Seelenfalle beschäftigen. Muss ich die lernen, weil den muss ich auch wieder auffüllen. Was haben wir hier? Warte mal eben, ich muss hier mal eben kurz, ne? So, wer will jetzt was? Du willst. Nein, du willst nichts. Wo ist denn jetzt der was will? Hallo? Hier war doch eben ein Kabum. Irgendjemand wollte mir... Achso, du wolltest das machen. Okay, ja. Mach mal Kabum vor die scheiß Säule, du Vogel. Ich mag den Feuerbogen. Definitiv. Den finde ich überaus praktisch. Was ist hier? Sackgasse, okay. Was ist hier? Oh. Dem Lacke. Oh weh, das lohnt sich jetzt nicht. Nein, ist eine Truhe. Lohnt sich garantiert nicht. Noch nie eine Truhe, die sich gelohnt hat. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich dieses Minispiel hasse? Stahlpfeile, okay, 40 Gold, das ist verhältnismäßig gut für dieses Spiel. Ja, toll, natürlich, ich trete wieder auf so ein Scheißding drauf. Da!
Okay. Hey, hey, bleib. Willst du aufbleiben? Hallo? Ich glaube, es geht los hier. Machen wir jetzt mal langsam. Juhu, Illusionsfähigkeit verbessert. Sehr nice. Brenn, du Luda! Grazil wie die Katze, die ich bin. So. Ektoplasma nehmen wir mal mit. Hier haben wir einen lustigen Schalter, den ich wahrscheinlich aktivieren muss. Ich höre Skelette. Also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt wirklich noch anschleichen kann, dann sind diese Skelette blind. Oh, das ist eine Rüstung der Klingen. Aha. Uralte Sacker. Oh. Was willst du denn? Endlich, ihr habt mich befreit. Jetzt kann ich endlich den letzten Wunsch meines Herrn erfüllen. Okay. Ich war Rielus, treue Klinge unter dem Kaiser Tiber Septim. Ich weiß nicht, wie lange ich schon tot bin. Es scheint mir eine Ewigkeit. Kaiser Tiber Septim hatte mir und meinen drei Kameraden aufgetragen, herauszufinden, welcher böse Geist die heiligen Katakomben von San Cretor geschändet hat. Okay. Wir ahnten nicht, dass der Unterkönig Zurin Arctus sich erhoben hatte, um sich an seinem früheren Herrn zu rächen. Der Unterkönig besiegte uns und mit einem bösen Zauber band er uns an den geschändeten Schrein von Tiber Septim, um diesen für alle Zeit zu bewachen. Aha. Nein, er selbst ist schon lange tot. Doch sein böser Geist lebt fort und verhindert, dass Pilger zum Schrein des Tiber Septim gelangen können. Während der endlosen Jahre unserer Sklaverei haben wir viel über unsere Niederlage nachgedacht. Ich denke, wir können den bösen Zauber des Unterkönigs brechen. Ich gehe nun, um weiter Fürst Tiber Septim zu dienen. Befreit nun meine Brüder und gemeinsam können wir vielleicht den Fluch des Unterkönigs brechen. Lebt wohl. If you say so. Antiker Klingenschild, okay. Oh, Amulett des Ansei, okay. Festigen Blocken, ach, okay. Die Rüstung. Uralte Sakaviri-Katana. Muss man eben wieder kurz reparieren. Naja, ich weiß, ich habe keine Helfer mehr. So. Ne, da behalte ich lieber das Elfenschwert. Es wiegt nämlich weniger. Schwere Rüstung. Oh, das Amulett ist ganz nice. Das nehmen wir mal. Weiter geht's in die Katakomben hinein. Ich brauche Licht, bitte. Ach, nicht doch.
Sehr gut. Silberpfeile. Schaden Magika 30 Punkte bei Berührung. Okay. Wird wahrscheinlich auch vertickert. Hier ist nichts weiter. Oh, noch eine Truhe. Ich brauche mal eben Map. Okay, da muss ich hin. Ich glaube hier rüber, ne? Ja, das sieht gut aus. So, geistige Verwirrung ist auch wieder anwesend. Sehr gut, ich habe sie im letzten Part schon vermisst. Bin mal gespannt, wann wir den nächsten Buben davon sehen. Irgendwas hat uns gesehen und möchte uns angreifen. Ich weiß nur noch nicht was. Ach so, der Bube da unten. Bam, Motherfucker! Mein Fall. Ektoplasmären. Ich fühle mich schon fast wie ein Ghostbuster. Überall nur Ektoplasma und sowas. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich muss auf jeden Fall hier lang, weil hier ist einer der Buben. Das kann noch eine Weile dauern, bis ich den dann finde. Wer greift mich an? Vor allem von wo? Verstecken ist sinnlos, du Mutti. Ach, du verfolgst mich auch noch. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich das Spiel jetzt nochmal durchspiele, auf jeden Fall nicht nochmal einen Dieb spielen. Ist zwar ganz lustig gewesen, aber ich denke, ich werde dann, wenn ich private Spiele, einen Krieger spielen und... Wenn ich dann wirklich auf die Idee kommen sollte, euch einen 100% Run hiervon zu bieten, dann werde ich wahrscheinlich einen Magier spielen. Das wird dann natürlich richtig lustig, weil ich dann natürlich hier die ganzen Verzauberungsschulen und so mit mir mitnehme. Bande! Ektoplasmea. Okay, der richtige Weg. Da werde ich dann auch grundsätzlich die Karten komplett aufdecken. Da werden wir nichts im Spiel verborgen lassen. So, ich dachte. Bin ich wieder zielgenau, du? Wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Ich möchte meinen Pfeil bitte wieder haben. Ich mag es. Aha, aha, aha. Da unten ist der Mutti. Hier haben wir eine Truhe mit Gold drin. Mein Gott, die Gräber lohnen sich wenigstens im Vergleich zu dem anderen Müll da.
Hä, Dicker? Wow, 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 was zur Hölle ist das? Jetzt meine Fresse. 42 Gold, okay. Ich habe die zweite der verfluchten Klingen. Ja, ja. Trank der Hexerei. Junk. Hey, kann ich mit dir reden? Habt ihr alle oder Waldemar gesehen? Rielos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Nein, das war der Traum. Ich bin jetzt wach. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhen. Okay. Da hatten wir gerade voll die Jukebox in dem, im Spiel. Why not? Von mir aus. So. Das zwei, das Schwert war doch irgendwie garantiert hier verzaubert. Ach, Rüstung auflösen. Okay. Ja, schade, dass das eine zweihändige Klinge ist. Ah, warte mal. Komm, hier vorne das kleine Eckchen nehmen wir noch mit. Da vorne ist gar kein kleines Eckchen. Diese Lügenbarone. Und ich gehe extra noch runter hier. So, erstmal wieder ein bisschen heilen hier. Oh, super. Scheint, als wäre ich falsch gegätet. Durchaus möglich. Dann gehen wir halt hier lang. Ja, folgen wir dem Scheißgeist. Ich wünschte nur, der wird mal schneller gehen. Da geht's lang. Söderle. Whatever. Ich weiß nicht, warum die Questmarkierung jetzt dann nicht von der Karte verschwindet, aber da wir ja nur noch eine andere haben, wissen wir ja, wo wir hin müssen. Erstmal wieder unseren brennenden Bogen hier. Aber wie gesagt, finde ich nice das Teil. Deinem Sturm! Haha, Schütze verbessert. Sehr nice. Wo war gerade davon sprechen? Ich würde gerne mal wissen, wo sind wir denn jetzt bei Schütze?
Oh, Handelsgeschick sind wir bald auch ein Level, endlich ein Level weiter. Blocken ist jetzt auf 34, das ist natürlich super nett. Oh, reparieren habe ich bald auch endlich auf Lehrling. Schleichen ist auf dem besten Weg nach 70. Schütze ist auf dem besten Weg nach 50. Das heißt, wir sind bald Geselle im Schütze. Ein Gesellenschütze. Oh, wieder Karte. Jo. Erkunden wir weiter dieses dunkle Rattenloch. Also ich muss sagen, mich wundert es, dass es hier nicht eher drin angefangen hat zu spuken. Den nehmen wir uns jetzt hübsch von hinten. Um jetzt auf ganz Nummer sicher zu gehen, werde ich auch mal unseren unseren Ring der Schatten mal benutzen. Damit wir quasi... Also wie konnte der mich denn bitte sehen? Der muss ja geskillt sein ohne Ende hier. Verarscher. Geht der Scheiß wieder los? Was haben wir denn an Tränken? Lebensenergie 35, Krankheit heilen. Aha. Vergiften wir mal unser Schwertchen. Alter, ohne Fitti, wie können die mich denn sehen? Hallo? Reparaturhämmer, das kommt mir sehr gelegen. Nein, nicht kalte Berührung. Da, das. Natürlich, es hat sich direkt aufgelöst. Säcke. Illusion verbessert, sehr nice. Knochen, ja, nee, ist klar. Aha, da ist Sackgasse. Hier oben geht es nicht irgendwie weiter und da unten. Okay, dann gehen wir erstmal. Nicht hier lang, weil hier ist eine Sackgasse. Super. Funktioniert hier 1A. Wegfindung. Wir gehen erstmal hier lang. Oh, nice. Aus der Distanz. Also, da bin ich ja selber von mir beeindruckt. Jetzt gerade. Der ist bestimmt sauer, wenn ich ihm seine Schüssel jetzt klaue hier. Okay, wir gehen doch erst da oben lang, weil da oben scheint es in ein Rondell zu gehen. Oh, Schleichen. Irgendwas tanzt hier rum. Das ist schon scheiße, wenn man gegen so eine Säule ballert, du Vogel. Oh, ein Bettchen. Das nutzt. Ach, super. Es sind Feinde in der Nähe. Schön. Wieder Ektoplasmär. Oh, einer meiner Pfeile. Eine Truhe. Wieder mit ein bisschen Scheiße drin.
taste erstmal den nach. Dies ist eine Sackgasse. Kiemen! Oh, ein neuer Reparaturhammer. Den verballern wir natürlich wieder direkt. Aber für Sachen, die wir auch tragen, zum Beispiel die Schuhe. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich habe so ein bisschen überzogen, aber ist ja egal. Ja, ich verabschiede mich von euch und sage See you guys und schaltet auf alle Fälle wieder ein, wenn es heißt Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Tüdelö.